Hallo, herzlich willkommen hier auf einer weiteren Axopar 37 Cross Cabin. Wenn ich ein bisschen gestresst wirke, ist das, weil ich gerade aus Vollgas aus der Firma hier runtergekommen bin, um schnell das Video zu machen, weil ich nicht die Infos, die das Schiff hier hat, einfach so weggehen lassen wollte, bis ich wieder so ein Schiff habe. Wir haben hier nämlich verschiedene Sachen verbaut, die wir bis jetzt in dem Schiff noch nicht hatten. Das Schiff hier geht in Richtung Berlin, ist an sich, ich sag mal, eine standard ausgestattete Axopar 37 XC, aber wie gesagt, ein paar Optionen, die wir bis jetzt noch nicht hatten, die bis jetzt noch nicht lieferbar waren, und deshalb fangen wir jetzt vorne am Schiff an. Was wir noch nicht aufgebaut hatten bei den Schiffen zuvor, glaube ich, im Video, war der vordere Sonnenschutz. Also es geht hier, wie gesagt, mehr um Optionen, gleich gar nicht ums Fahren. Die Sonnenstangen werden hier vorne reingesteckt. Man hat hier auch im vorderen Bereich annähernd Stehhöhe, oder hier hat man Stehhöhe, und nach hinten fällt das eben ein bisschen ab, weil es vorne eben am vorderen Dach befestigt wird. Wir machen als, wenn Sie möchten, diese Stangen, können wir ein Bild einblenden, befestigen wir oben auf dem Dach. Dann haben wir hier unten drunter verbirgt sich der oder die Sonnenliegenerweiterung. Die hatte ich auch schon kurz vorgestellt in dem letzten Video, oder beziehungsweise das haben wir vorgestern gemacht, wo wir die Axopar 37 mit dem Multi-Storage vorgestellt haben. Das ist jetzt hier in dem Fall wieder die Sonnenliege vorne drauf, in dem Fall hier in der Farbe Storm, also in dem dunkelgrau, in diesem graublau. Es geht nochmal darum, wie groß ist die. Man kann also hier gut liegen zu zweit. Das wurde am Anfang etwas kritisiert, dass die etwas, ja, oder dass die erst später jetzt in der Optionsliste war. Die ist aber auch nachrüstbar auf Schiffe, die vielleicht ganz am Anfang geliefert wurden, wo die nicht drauf war. Und wir haben hier noch eine Möglichkeit, einfach unten drunter was zu stauen. So, dann haben wir natürlich hier bei dem Schiff verbaut, mache ich jetzt auch mal gerade die Abdeckungen auf. Das sind die Abdeckungen, die standardmäßig dabei sind. Also vorne die Abdeckung kommt automatisch mit der Sonnenliege. Und genauso kommt diese Abdeckung hier als Standard. Die deckt im Endeffekt die Gullwing Doors ab, aber auch wenn man die Gullwing Doors nicht hat. Jetzt mache ich mal die Gullwing Doors auf. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mit dem Sonnensegel, ja, es geht mit dem Sonnensegel sogar. Jetzt haben wir die Backbord Gullwing Door geöffnet. In die Kabine gehen wir gleich noch mal rein. Ich denke, ich lasse die mal auf. Die andere Seite mache ich auch auf, dass wir gleich, wenn wir in die Kabine reinkriegen, ein Gefühl auch von innen dafür bekommen. Also die gehen beide auf, auch wenn wir den Sonnenschutz aufgebaut haben. Wir bleiben gerade hier in Position, weil wir den sogenannten Skyhook anhaben. Skyhook heißt, wir bleiben über den Satelliten gesteuert immer auf derselben Position. Wir gehen jetzt weiter nach Achtern. Wie gesagt, es geht hier hauptsächlich um Optionen. Auch hier haben wir jetzt den Sonnenschutz aufgebaut. Die zwei Stangen kann man dann auch oben am Dach verstauen. Hier hinten haben wir jetzt die Abdeckung auch für den Sonnenschutz, Entschuldigung, für das Sonnenpolster. Die ist optional. Ja, sie ist immer in Rot. Nein, man muss sie nicht in Rot nehmen. Wir können auch hier für Sie von einem lokalen Sattler eine in Grau machen lassen. Die ist jetzt auch bei der neuen Axopar 37 nicht mehr ganz so boxy. Das ist alles ein bisschen harmonischer, finde ich, von den Formen her. Und von der Sonnenliegengröße ist hier wieder ähnlich. Ich wieder stecke so 30 cm hinten über. Aber ich habe hier durch das Kissen hier hat man eine gute Auflage für den Kopf. Also man liegt hier sehr angenehm. Man hat hier oben auch nochmal einen Sonnenschutz, der fix ist. Also das Dach, wie das übersteht. Aber was super beliebt ist, ist bei den Damen hier hinten, kann man zu dritt sitzen. Bei der Fahrt sitzt man hier super windgeschützt. Und man kann sich auch hier oben, es gibt einen Griff, perfekt festhalten. Das heißt, man sitzt hier sehr sicher am Achterdeck. Und wenn man so nebeneinander sitzt, kann man hier locker mit drei Personen sitzen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen viel Geräusche. Da vorne Motorräder, da ein Flugzeug. Aber ich denke, man wird meinen Ton trotzdem hören. Ja, der Joystick arbeitet gerade. Das heißt, ja, Skygo operiert. Die Motoren schalten mal ein, mal aus. Jetzt sind sie gerade ausgeschaltet, also nicht eingekuppelt, laufen natürlich. Und gleich wird man sehen, wie sich wir bewegen. Weitere Option, die wir bis jetzt auch noch nicht beschrieben hatten, ist die zusätzliche Badeleiter. Das heißt, die Standardbadeleiter ist auf der Backbordseite weiterhin als Kassette. Und das hier ist eine bequemere Badeleiter, wo man sich vorstellen kann, ich gehe mal ein Stück runter, wo man sich hier besser festhalten kann, obendrauf wie in einem Schwimmbad, wenn man aus dem Wasser rauskommt. Gut, das war's hier hinten am Achterdeck. Wie gesagt, wir haben hier das Schiff mit Achterkabine.
vorgestern haben wir das Schiff mit Multistorage gemacht, wo das Ganze einfach ein bisschen tiefer ist. Ja, das ist vielleicht noch wichtig, was haben wir für Belüftungsmöglichkeiten in der Kabine. Wir haben hier ein großes Hatch und hier nochmal ein großes Hatch, die können wir beide so auffahren und wir haben sehr viel Licht hier von der Seite. Haben wir da rechts und links ein Lichtband, was mit einem Jalousie standardmäßig zu verschließen ist. Dann gehen wir in den Innenraum. Hier im Innenraum haben wir, ich würde sagen, die zwei Highlights dieses Schiffes, was wir bis jetzt noch nicht hatten. Wir beginnen hier mit der optionalen Küche. Küche ist es vielleicht nicht so ganz, vielleicht sagen wir eher Tisch mit Stauraum, aber ich finde es eigentlich, ich finde es ganz gut gelöst, besser vor allem wie in der alten 37. Das heißt, wir haben eigentlich die Grundfunktion des Tisches, wie wir es vorher hatten. Wir haben aber statt dem einzelnen Fuß unten ein Tower, Stauwagen, wie heißt die denn? Eigentlich egal. Wie man einen Flieger hat mit Schubladen. Das heißt, hier gibt es auch so ein Einsatzsystem, wo man dann Teller und so weiter fest verstauen kann. Da suchen wir gerade noch, dass wir auch passendes Geschirr Ihnen damit liefern können. Das heißt, wir haben hier in der Summe drei Schubladen und hier oben dann eben ein Waschbecken. In dem Fall hier bei dem Schiff auch mit warmem Wasser. Das heißt, warmes Wasser haben wir eben auch inzwischen als Option. Wir haben einen 18 Liter Warmwasserboiler, das heißt mit 90 Grad. Das heißt, wir kriegen ungefähr die gesamten 80 Liter als warmes Wasser im Bereich 30 Grad. Also man kann hier auch gut abspülen. Und wenn man möchte, kann man hier hinten dran dann noch einen Gasofen oder ein Gasfeld haben oder auch ein Elektroherd, den man dann zum Beispiel mit einem Umformer betreiben kann. Das wurde auch am Anfang sehr kritisiert, war die Größe des Kühlschranks. Wenn die Leute, die von Ihnen in Düsseldorf waren, der war etwas klein, da gab es ein Problem mit dem Tankentlüftung, die mit dieser Kühlschrankgröße kollidiert ist. Aber inzwischen haben wir auch die Standardgröße wieder verbaut, wie wir bei der alten 37 hatten. So, dann haben wir hier einfach nochmal ein Gefühl zu bekommen, weil wir, ich glaube, viele andere Aufteilungen jetzt Videos von gemacht haben. Die klassische Achterkabine. Für zwei Personen, auch von der Länge hier. Ich habe nasse Füße, ich will mich jetzt nicht ins Bett reinlegen, aber hier kann man wirklich gut liegen. Ich denke mal, wir haben eine Länge von 1,90 Meter. Hier oben haben wir eine Kombination aus Fliegengitter und Verdunklung zu den Bullaugen, die wir eben, oder diese Luken, die wir eben von außen gezeigt haben. Wir haben hier eine Deckenbeleuchtung und noch eine indirekte Beleuchtung. Wir haben die Jalousie, die wir angesprochen haben. Wir haben hier eine 220 Volt Steckdose und auf jeder Seite 12 Volt und hier sogar noch eine USB Steckdose. Das war's aus der Achterkabine. Mal Licht wieder an. Dann gehen wir, so nochmal, wie wir das nochmal zurückklappen. Das heißt, wir klappen das hier so rüber, das ist die Fußstütze. Und dann hake ich das hier wieder aus. Man greift so an der Seite vorbei. Und dann klappt man das wieder so runter. Und dann haben wir hier wieder die Sitzgruppe, wo man sehr gemütlich mit drei Personen nebeneinander, vier Personen nebeneinander und theoretisch können natürlich auch noch jemand hier davor sitzen, der sich auch hier festhalten kann. Wenn man hier in diesem Küchenblock oder wenn man diesen Küchenblock wählt, kann man natürlich den Fahrersitz nicht wirklich als Sitzplatz benutzen. Ein bisschen vorschieben, das habe ich jetzt auch selber noch nicht probiert, aber ich denke, man kann es natürlich seitlich benutzen. Das heißt, natürlich kann ich das jetzt nicht sozusagen rüberdrehen wie mit dem einzelnen Fuß, wie es standardmäßig ist. Aber wenn man einen Snack nimmt oder so, kann man trotzdem hier zusammen mit den anderen annähernd in der Runde sitzen. Und den Fahrersitz kann man natürlich ganz normal drehen. Ich bin wieder ein bisschen lustig mit Patrick Polch und die Sitze drehen. Ich den jetzt hier so hinmache. Ich will da hinten lang. Kann hier also jemand sitzen und wiederum hier auch. Nochmal, es ist kein Esstisch, es ist nach wie vor ja, eine Art Couchtisch, auch von der Größe, aber es ist auf jeden Fall möglich, hier in der Runde zu sitzen, ein Bier vor sich zu haben, ein Glas Wein, Karten zu spielen und auch mit der Person hier, die also eben etwas seitwärts sitzt. Also das ist, ich würde sagen, ein sehr, sehr guter Kompromiss. Ich denke, ich werde viele von diesen Küchensäulen verkaufen, weil es einfach die Möglichkeit gibt, ein paar Küchenutensilien ordentlich zu stauen, mal die Hände abzuwaschen und auch vielleicht mal ein Glas abzuwaschen, beziehungsweise eine Büchse Ravioli zu kochen. Gut, drehen wir das wieder zurück. Gut, dann haben wir noch hier was auf dem Schiff, was wir bis jetzt auch noch nicht hatten, außer in Düsseldorf, aber jetzt nochmal in der Version, wo ich sagen würde, das ist
auch fertig. Wir haben hier die Aufteilung der Toilette beziehungsweise sogar mit der Dusche. Das heißt, in dem normalen Betrieb, wenn ich in die Bugkabine möchte, habe ich das Ganze hier offen und ich kann so in die Bugkabine gehen beziehungsweise natürlich wieder durch die Galvingtür wieder raus. Das Ganze, ich gehe jetzt mal raus, verschließe ich mal und wenn wir jetzt mal nach Steuerbord schauen, haben wir dort die Toilette mit dem Waschbecken. Ich gehe da gleich auch noch mal rein, aber ich will erstmal, dass man so ein Größengefühl dafür bekommt. Und wenn ich das Ganze hier wieder verschließe dann, beziehungsweise den Durchgang mache, ich glaube, das ist dann ganz gut, wenn der Kameramann gleich mal da durchgeht. Kann man hier jetzt ganz gut sehen, wenn man das Ganze hier so rüber macht, wo denn eigentlich die Dusche ist. Natürlich sagt jetzt jeder, das ist aber alles immer noch nicht, ich sag mal, geräumig. Kann es auch nicht sein. Das Schiff ist eine Fahrmaschine und man versucht hier einen gewissen Raum, eine Raumabtrennung reinzubekommen, die gewünscht ist, die auch bestellt wird. Aber nach wie vor ist es keine komfortable Nasszelle, wie wir das von der Nimbus her kennen. Aber dafür haben wir hier eben Fahreigenschaften, die es sonst bei keinem anderen Boot am Markt gibt. Und Raum und Fahreigenschaften stehen einfach in Konkurrenz und das darf man einfach nicht vergessen. Ja, wie haben wir jetzt in dem Schiff, wo wir mal einen Wasserboiler drin haben, eine Duscharmatur hier eingebaut, eine Thermostat-Duscharmatur. Wir haben hier einen klassischen Duschkopf. Das heißt, ja, ich kann mich hier, wenn ich jetzt wiederum die Tür zumache, dann sieht man mich aber nicht, wenn ich die Tür zumache, kann ich, also wir stellen uns das vor, kann ich hier im Sitzen mich abduschen oder auch Kinder, das hatten wir gestern in Diskussion, kann man sogar aktiv beduschen, wenn die hier oben den Kopf rausstrecken, das heißt ein Kind, was hier drin steht, kann man sogar hier von hier oben herunter abduschen. Das ist, denke ich, kein Problem. Und ich glaube, das ist auch gerade ein Grund. Man ist irgendwie mit Kindern draußen und man möchte die irgendwie, die waren schwimmen, die sind durchgekühlt, abgekühlt und man möchte die einfach mit warmem Wasser nicht hinten draußen auf der Badeplattform abduschen, sondern einfach hier im Schiff. Wie gesagt, das Ganze ist ganz gut versteckt hier hinter der Wand mit dem Verschluss hier. Das sieht man auch so nicht, wenn man hier runterkommt. Und wenn wir von der Seite vielleicht noch mal einmal versuchen, da immer gerade hier durchzukommen. Ich weiß, oder nee, am besten mal selber reingehen. Nee, da sieht man ganz gut von der Seite noch mal, dass wir da auch ein kleines Waschbecken haben. Auf der hinteren Seite. Und auch Stauraum noch zusätzlich. Was passiert jetzt hier vorne in der Kabine? Wie viel kleiner ist das? Man hat halt nicht mehr diese Sitzgruppe hier, am besten noch mal gerade hier rein. Also das ist halt alles ein bisschen speziell, wenn man zu zweit hier drin ist. Aber ich mache jetzt mal die Tür hier zu und dann würde ich einfach mal, ich lege mich mal hier vorne ins Bett. Dann kriegt man auch ein Gefühl dafür. Hier haben wir noch ein paar Leselampen reingemacht. Das war auch ein Wunsch von dem Eigner als Beleuchtung. Also wenn man hier im Bett liegt, ist ja immer noch genug Raum hier vorne dran, um, ich sag mal, sich auszuziehen beziehungsweise Bett fertig zu machen beziehungsweise eine Tasche zu stauen. Was natürlich oder was sehr angenehm ist, dass man einfach diese Luft hat durch die Galving Doors, dass der Raum einfach, auch wenn man hier jetzt sitzt in der Ecke, sich an- und auszieht, man hat einfach den Bezug nach außen. Und das, wie gesagt, die Türen waren bestimmt sehr, nicht umstritten, aber viele fragen, was soll das bei dem Schiff? Aber wenn man hier so sitzt, kriegt man ein unheimliches Gefühl, was das heißt, einfach diese großen zu öffnenden Galving Doors zu haben und einfach diesen, das Außen nach innen hier reinzubekommen. Ich mache mal die Türen von außen zu. Die klingen auch inzwischen von der, vom Schließen her und so weiter. Für diejenigen, die in Düsseldorf waren, da war das alles noch so ein bisschen ja, im Prototypen-Level. Aber inzwischen sind wir, glaube ich, bei der Generation 3 der Galving Doors. Und das schließt alles so, wie es soll. Und dass man auch das gesamte Produktfeeling, was das ganze Boot vermittelt, eben auch hier vorne in der Bugkabine hat. Das Schiff hat kein Komfortpaket. Das ist dieser graue Stoff. Das ist jetzt vorne drin eine Standard-Innenausstattung. Ist auch meine Empfehlung. Ich verkaufe gerne Optionen, aber nur, wenn sie notwendig sind. Und für mich ist persönlich, das ist Geschmack, ist sogar die Standardausstattung schöner wie das Komfortpaket. So, das war es von der Axopra 37 XC. Kurzer Überblick über die Optionen, die es bis jetzt noch nicht gab. Und ich hoffe, das war sehr informativ für Sie. Wie gesagt, ich bin ein bisschen unter Strom gerade. Wir sind ja kein Filmteam, sondern ich bin gerade mittendrin in mehreren Auslieferungen, Leute im Urlaub und so weiter. Und deswegen war es nicht so einfach, gerade sich die 5 Minuten zu nehmen. Aber wie gesagt, ich denke, sie waren informativ. Und um den Skyhook jetzt auszumachen, mache ich nichts anderes, wie einfach
den Gang rein und dann fahren wir jetzt selbst mit Sonnensegel oben drauf langsam wieder zurück in den Hafen zurück und morgen müssen das Schiff fertig für den Transport gemacht werden und geht dann in Richtung Berlin. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.